Ich bin ja immer noch am schönen Beachparking hier. Ich mache heute einen Pausetag. Es ist sehr ruhig. Es sind mit mir drei Camper hier. Und ich mache hier alles wieder voll mit Strom. Den Solar mal ein bisschen aufladen, den Laptop laden während der Zeit. Ich habe die Angel wieder rausgeworfen, um die Fische ein bisschen aufwendig zu füttern. Fangquote ist immer noch bei 0%, macht aber gar nichts. Und nachher noch ein bisschen Sport, das kann man ja hier ganz gut machen. Und ein bisschen vorbereiten und morgen dann eine kleine Offroad-Tour Richtung Vikos-Schlucht. Ich weiß nicht, ob ich es an einem Tag schaffen werde, vielleicht auch an zweien. Und dann werde ich mir die Vikos-Schlucht angucken, den tiefsten Canyon der Welt. Einen schönen guten Morgen. Jetzt geht's als erstes für mich mal eine Runde im Meer schwimmen, dann hinten das Salzwasser abspülen. Das ist ja schön, dass es an diesem Stellplatz hier eine Dusche gibt. Danach ein bisschen Vorräte auffüllen und dann ab auf eine kleine Offroad-Strecke, die mich schon mal näher in Richtung Vikos-Schlucht bringt. So, und los geht's auf den Offroad-Trail. Da ist er. Oh, der geht ja gleich am Anfang hier gut los. Ja, das ist zwar noch Heckantrieb, aber ging gut. Ja, schön, sich so weit zu fahren. Immer cool. Ist es gut, hier sogar ein Stück geteert. Ja, das sind wieder so Offroad-Momente. Wunderbar, wenn man so eine Aussicht dann genießen kann. Wenn man hier ganz alleine lang fährt, das ist schon geil. Ja, ist auch schon eine Weile keiner mehr lang gekommen. Jetzt wird man doch ganz schön durchgeschaukelt hier. Und ist auch eine ganze Ecke langsamer unterwegs. Aber es ist schön, so durch die Berge zu fahren. Ist ja immer schick. Und da ist auch nochmal die Drohne hochgeschickt. Das werden sicherlich auch ein paar schöne Aufnahmen werden. Das ist nämlich wirklich eine tolle Gegend hier. Ein Haufen Kram auf der Gas. Und öfters mal Steine runter. Wow. Ich habe ja gedacht, die wäre nicht so ereignisreich, aber das ist jetzt schon echt mega ruhig hier rum. Und Düse. Sau cool. Das macht so einen Spaß, hier lang zu fahren. Super cool. So, hier ist ein Tor geschlossen, das mache ich mal schnell auf. Ja, das war schön. Ich bin jetzt hier ein und eine Dreiviertelstunde durchs Geblönz gefahren. Das reicht mir auch für heute. Die Route ist, wenn ich so richtig gucke, boah, fast 8 Stunden lang. Also das ist mir natürlich zu viel heute. Ich fahre jetzt ein Stück hier ganz normal über der Autobahn, die schon hier über mir zu sehen ist. Und will nochmal einen Praktikerbaumarkt. Ich will mal gucken, vielleicht finden sich da ein paar Bretter und Zubehör, dass ich hier hinten das besser bauen kann, das Abstell-Compartment hier hinten, um die Stühle besser unterzubringen. Das wäre noch cool, wenn ich da was zugeschnitten bekommen könnte. Ja, sie ist sehr nah, aber es wird bestimmt ein bisschen dauern, bis ich drauf fahren kann. Praktiker, da bin ich. Der sieht ja ganz normal aus wie in Deutschland auch. Bin mal gespannt. Ja, habe ich gedacht, ist eine coole Idee mit dem Praktiker. War es auch teilweise. Also die haben weder eine große Eisenwarenabteilung, also natürlich haben sie Schrauben und solche Sachen, aber keine Profile, keine Alustangen, kein, davon sehr wenig. Und eine Holzabteilung haben sie gar nicht, also kannst du kein einziges Holzbrett kaufen.
Und einen Holzzuschnitt haben sie schon mal gar nicht. Dafür eine riesen Haushaltsabteilung und Fernseher kannst du kaufen da drin. Und was ich sehr cool finde, sie haben noch eine Car-HiFi-Abteilung, weil die gibt sowieso viele alte Autos, dass es sich hier noch lohnt, Autoradios und Lautsprecher und Endstufen zu verkaufen, wie bei uns früher in den 2000ern, in den 90ern. Ich habe noch ein Bild gemacht. Ich hoffe, ich finde es auf dem Handy, dann schiebe ich das hier noch rein. Das sah cool aus. Ja, ich habe mir heute ein bisschen schwer getan, einen Stellplatz zu finden. Und zwar die Park4Night-Dinger, die waren heute irgendwie alle nicht so der Knaller gewesen, die Naturplätze. Jetzt habe ich einen, der ist okay, hat einen sehr schönen Blick, den zeige ich euch dann gleich nochmal. Und hier springen die Forellen aus dem Wasser, also du kannst zugucken die ganze Zeit. Da werde ich natürlich nochmal die Angel rausholen, aber erstmal gibt es ein kleines Abendessen. So, guten Morgen aus einer sehr schlechten Nacht. Es war ganz schön was los hier. Die Wauzis haben die ganze Nacht gebellt. Der eine, der hat das ja durchgehend gemacht. Und an der Straße hier ist doch mehr Verkehr, als man so gedacht hätte. Bis auch spät in die Nacht, auch LKWs und auch heute Morgen ging es früh wieder los. Hinten, das täuscht jetzt ein bisschen, dieses Idyll. Das ist schon schön. Aber das war eine unruhige Nacht. Naja. Jetzt gehe ich mir die Palmera-Höhlen anschauen. Das sollen wohl recht große Höhlen sein. Man braucht so eine gute Dreiviertelstunde mit einer Führung dadurch. Das werde ich mir anschauen und dann geht es in Richtung Vikosschlucht. Aber erstmal einen kleinen Kaffee mit Aussicht. Da ist sie, die Hunde-Gang. So, da ist sie. Ich bin noch ein bisschen früh, also ein paar Minuten werde ich wohl noch warten müssen. Um 9 Uhr macht die auf. Also heute, die Führung ist erst um 9.30 Uhr, also nicht ganz so die deutsche Pünktlichkeit, das macht aber auch gar nichts. Und jetzt treibe ich mich halt hier noch ein bisschen rum. Die Cafés und Bars, die haben hier schon auf, ist noch wenig frequentiert, ist noch sehr verschlafen. Ja, ich sehe Videos. Not the best because of the light. Ja, das war cool. Ich hatte nämlich eine Führung ganz für mich alleine. Also die Gruppe war heute sehr klein mit mir. Und das war natürlich cool, da ganz allein in der Höhle zu sein. Da war die richtig still, wenn ich meinen Schnabel gehalten habe. Und das war schon cool. Und die war es wirklich wert. 7 € der Eintritt. Die ist sehr groß. Wurde im Zweiten Weltkrieg entdeckt als Zufluchtsort. Und wurde dann 1952 ausgebaut und begehbar gemacht. Und seit 1956 ist es also für Touristen zugänglich. Und ich habe gleich noch für meinen Trip zwei weitere tolle Tipps bekommen für zwei Höhlen. Eine ist mit Seen innen drin. Und wenn die auf dem Weg liegen, habe sie schon markiert. Und dann werde ich mir die natürlich auch anschauen. Ja, der Rückweg nach den 164 Stufen hoch, der ist jetzt hier 700 Meter lang. Geht auf so einem normalen Fußweg zurück. Also sehr schön für ein Erlebnis am Morgen. Videos konnte man da drin durch die Lichtverhältnisse sehr schlecht machen. Das kenne ich ja schon von anderen Höhlen. Und ich durfte ein paar Fotos machen, also so viel ich wollte. Und ich hoffe, ich habe da ein paar schöne dabei. Diese ganzen Abmaßungen und dieses Feeling da drin, das bringen die wahrscheinlich leider nicht rüber. Aber das war wirklich schön gewesen. Ich bin jetzt am Aussichtspunkt Oxia zur Vikosschlucht. Und hier war John ein paar. Oh, das ist ein schöner Weg hier runter. Jetzt überlege ich gerade, nehme ich noch die Drohne mit? Na, ich gucke erst mal so. Heute liegt noch so einiges auf dem Weg, was per Pedis zu erkunden ist. Das heißt, heute kommt noch ein bisschen was zusammen. Und als nächstes werde ich mir dann einen Steinwald hier anschauen. An dem bin ich gerade schon vorbeigefahren. Und danach noch ein paar berühmte Treppen. Das ist aber wohl eine ganze Wanderung. Da muss ich mal schauen. Und dann werde ich mir, glaube ich, schon was suchen als Stellplatz für die Nacht. Dann haben wir genug Bewegung gehabt für heute und es wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern.
Und die Offroad-Strecke bin ich dann nur ein kleines Stück gefahren und den Rest dann morgen. Also die ist wirklich sehr ansehnlich, die Schlucht. 97 im Guinness Buch World Records eingetragen als tiefste Schlucht der Welt. Wegen dem Verhältnis Breite zu Höhe aber auch nur. Der kleine Weg, der hier lang führt, der ist auch sehr geil. Ja, die ist schon sehr tief. Leider ist der Fluss, glaube ich, völlig trocken. Ui, das war ein bisschen anstrengend. Aber auch von hier natürlich nochmal ein mega Blick in die Schlucht. Jetzt bin ich schon bei dem nächsten kleinen Erlebnis, dem Steinwald. Und das sieht schon cool aus. Das geht hier nämlich links und rechts, also umgekehrt, immer so weiter. Und manchmal wird oben noch ein bisschen nachgeholfen. Das ist echt witzig, was die hier für Formationen haben. Für einen kleinen Stopp ist es das auf jeden Fall wert hier. Hört ihr das Dumm? Das sind lauter Bienen, die hier fleißig sammeln. So, hier geht's runter. Geil. Mal richtig krass im Touri-Geschehen gelandet. Also, hier ist schon ein bisschen was los. Ja, die Gegend lebt hier also von der Vikusschlucht und auch von der kleinen Kirche, wo ich jetzt noch hingehe. Das war noch ein Tipp von einem jungen Pärchen, was gerade bei mir da stand. Und die hatten gesagt, oh, da kannst du, wenn du noch weiter gehst, kommt so ein Hinweis, betreten auf eigene Gefahr. Und dann kommt ein ganz kleiner, schmaler Weg, der da lang führt. Und der sah spannend aus auf ihren Bildern. Den will ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, da steht es auch nochmal, warum er im Guinness-Buch ist. Und zwar 900 Meter tief und nur 1100 breit. Ah ja, da sind sie ja, die Hinweisschilder. Alles auf eigene Gefahr hier. So, hier ist der Eingang und los geht's. Gleich, wenn wir reinkommen, geht's auch hier hoch. Wahrscheinlich hier weiter. Gleich weiß man mehr. Als wäre hier Frühling mitten im Oktober. Ein großartiger Ausblick hier in die Vikosschlucht. Wow. Also hier solltest du schon trittsicher sein, denn hier machst du sofort den Abflug. Und zwar nach ganz unten. Wow, grandios. Irre. Ah, und ich glaube, das ist er. Dieses Stück war so cool. Man sieht es ja, am Fels entlang geht. Sehr geil. Hilft auf jeden Fall. Ah, schwer coole Nummer hier. Schön ruhig. Bin im Moment der Einzige hier. Das ist schon geil. Und es wird immer schmäler
Dann muss ich ducken. Spannend. Gut, jetzt ist hier rechts nicht so steil. Kann ich also noch mal aufnehmen. Und ich glaube, hier bin ich am Ende angekommen. Das Kloster hat ja hier eine Sonnenterrasse mit Ausblick. Perfekt. Oh, was für eine schöne Stimmung hier drin. Wahnsinn. Wow, das Kloster hat nicht mal Eintritt gekostet. Da ist jemand, der macht wirklich ganz tolle religiöse Bilder, malt die Dame und andere Bilder auch von diesen dreibögigen Steinbrücken und Städten und so weiter. Also richtig cooler Ort und hat auch echt Flair gehabt. Wenn man so tolle Erlebnisse hat, da rennt die Zeit immer. Es ist schon wieder 2:30 und der Abstecher hier war es auf jeden Fall wert. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Und jetzt wollte ich noch die Wanderung machen über so berühmte Treppen. Das sind wahrscheinlich genau wie das hier so ist. So ist das gepflastert. Und da geht es aber ständig so im Schnickschnack nach oben. Und die Wanderung will ich gerne noch machen. Ist auch nicht weit weg, 1/2 Stunde oder so. Liegt auf dem Weg quasi zu der Offroad-Route. Und schau es mir mal an und guck mal, wie lange das noch geht. Auch wenn es touristisch ist hinter mir, es war toll. Es roch nach Essen, es roch nach Wein. Richtig lecker. Jetzt fährt man über eine schöne neu gemachte Brücke mit Blick auf die schöne alte Brücke. Ja, die ist schon schön groß. Und das ist schon eine mords beeindruckende Landschaft hier. Da sieht man ja das kleine Auto hier bei diesem irren hohen Felsen. Dazu diese coole alte Brücke, über die man drüber laufen kann. Mit Blick in den Canyon, wenn jetzt noch Wasser im Fluss wäre, wären das 100 Punkte, so sind es nur 99. Ich weiß ja auch nicht, warum ich das so cool finde, aber irgendwie mag ich das einfach mit diesen Brücken hier. Dank Park 4 Night einen coolen Stellplatz für heute Nacht, das ist sehr geil. Und jetzt geht es da runter. Darüber und da sieht man schon, fangen schon die Schwünge an, mit denen es dann bis ganz nach oben geht. Also einmal tief durchatmen, los geht's. Das sind übrigens die Stufen von Fradetos und die soll es in sich haben und danach mit einer schönen Aussicht belohnen. So, mir kamen gerade zwei entgegen, das war allerdings einer auch sehr fit von denen. 45 Minuten von hier hoch und wieder zurück. 1,5 Stunden, das müsste gut sein. Dann bin ich auf jeden Fall vom Dunkeln zurück. Und man kann auch weiter wandern da oben nach Zagori. Aber ich möchte einfach nur mal hoch und wieder runter. Das langt dann für heute. Schade, jetzt musst du erst ganz nach unten laufen, um dann da hoch zu laufen. Und auch hier führt der Weg wieder über schöne alte Brücken. Wie sollte es auch anders sein? Ein grandioser Wanderweg. Ich bin froh, dass ich den mache. Na, unbedingt mal googeln, wo die hingingen. Mit Sicherheit war es wieder eine Verbindung zu einem Kloster. 17 Minuten sind rum und ich bin wieder auf gleicher Höhe wie hinter mir das Auto. Was für eine Kraftanstrengung das seinerzeit gewesen sein muss, das alles zu bauen.
Das nimmt kein Ende. Aber die Natur im Hintergrund, gewaltig schön. Ich bin ganz oben angekommen und auch dort wieder eine Kirche. Ich schaue mal, ob sie auf ist. Oh, wie cool. Ja, und deswegen sollte man immer ein bisschen Kleingeld im Rucksack mit haben. Dann kann man nämlich hier auch ein Kerzchen anzünden für jemanden, den man mag. Dreiviertel Stunde für einen Weg hatte gut gepasst gehabt, die Einschätzung. Und jetzt geht's zurück. Das wird ja ein bisschen einfacher sein. Ich werde aber nochmal die Drohne rauslassen. Also in einem Stündchen, denke ich, bin ich wieder am Camper. Noch eine Kleinigkeit essen. Zwingend duschen, das war anstrengend heute. Und dann den Tag ausklingen lassen. Zurück am Auto, das war prima. Und jetzt alles auf, erstmal einen Kaffee. Das Gute ist, Tisch und Bänke habe ich alles hier, brauche ich nichts raustun. Prima. Und ich denke, heute wird hier auch keiner mehr herkommen. Das wird eine sehr ruhige Nacht hoffentlich werden. Jetzt, wo die Sonne hinterm Berg verschwindet, wird es auch gleich echt frisch. Was ich nicht bedacht habe, wir sind hier auf über 1300 Meter. Das wird bestimmt eine kalte Nacht. Ich weiß nicht, ob ich die Heizung anschmeiße. Hoffentlich funktioniert sie überhaupt, das weiß man ja gar nicht. Habe sie ja seit dem Probelauf in Deutschland nicht mehr benutzt. Und ja, das bin ich mal gespannt, wie die Nacht wird. Noch eine schnelle Dusche genommen. 2 Liter Wasser haben da gereicht aus einer Flasche. Und ich wünschte, ich hätte diesen Aufsatz gekauft, den wir auf der Abenteuer Allrad gesehen haben, der da so einen schönen Duschkopf quasi macht aus einer Flasche. Also den brauche ich noch. Das ist echt praktisch.